Hallo Sportfreunde und willkommen zur 13. Folge vom FIFA 22 Create a Club Karrieremodus Röntchen mit dem FC Tuvas. Ja, ihr könnt einfach jetzt schon gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt ein Abo auf diesem Kanal da lassen, um nichts mehr zu vergessen. Verpassen. Ja, und gerne auch mal unten in der Videobeschreibung könnt ihr gerne mal reinlunzen und die ganzen Links mal da drin abchecken. Ja, gerne mal auf Instagram folgen. Ja, auch wenn gerade ab und zu mal nur, meistens nur Stories kommen, keine einzigen Bilder, weil ja, so interessant ist es nicht. Ja, deswegen, Leute, ich würde sagen, bevor wir hier in dieses Spiel gegen Dynamo Dresden hier reinstarten, ja, habe ich noch was mit euch zu besprechen. Ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, am Sonntag kam keine Folge. Ja, und jetzt am Montag kam ja auch nichts, weil ich irgendwie nicht richtig sprechen konnte. Deswegen kommt jetzt halt erst die Karrieremodus-Folge. Ja, ich war total heiser. Ich habe einfach kaum sprechen können. Das ist es ja, man hört es, glaube ich, immer noch so ein kleines bisschen. Deswegen, ja, allzu laut schreien kann ich eigentlich immer noch nicht. Aber, naja, wenn man zu emotional im Spiel dann wieder ist, dann kommt es raus und dann könnte auch passieren, dass ich ab und zu mal anfange rumzuhusten, ja. Und deswegen würde ich sagen, Leute, wir starten rein gegen Dynamo Dresden. Aber natürlich stellen wir unsere neue Nummer 1 ins Tor direkt, ja. Falun kommt direkt ins Tor. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir Falun halt direkt die Nummer 1 geben sollen. Ja, und dass wir, ob wir Bennett direkt als Pokalkeeper machen, außer jetzt hat in diesem Spiel, in der ersten Runde direkt, ja. Deswegen, mal schauen. Und jetzt starten wir rein gegen Dynamo Dresden. Let's go. Lorenz van der Loon, ein unvergessliches Debüt. Aber es soll ja nicht nur darum gehen, es geht ja natürlich auch um die erste Runde im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden. Habe ich jetzt, glaube ich, in dieser Folge schon 10-mal gesagt. Ja, aber wir spielen natürlich auch in Dresden. Man sieht es ganz leicht. Es regnet in Dresden. Das heißt für uns natürlich, ja, Fernschüsse sind gerne gesehen. Auf nassem Untergrund ist schwer für den Keeper, diese Bälle immer zu halten. Wenn sie auch noch flach kommen, dann sind sie ganz schön schnell. Ja, und wie gesagt, in der letzten Saison haben wir ja auch gegen Dynamo Dresden gespielt in der dritten Liga. Ja, Aufsteigerduell ist das ja eigentlich im DFB-Pokal. Sind, glaube ich, auch sogar Zweiter geworden. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf. Aber ich kann es ja gerne auch irgendwie irgendwo hier im Video mal reinschreiben. Ja, hier ist die Aufstellung von Dresden. Ja. Paul Will in der Innenverteidigung. Und dieser Mai ist einfach Sebastian. Den wollen wir uns, den schauen wir uns einfach mal an, ja. Wer das genau ist. Irgendein Hermann im ZDM. Ja. Patrick Hermann ist es ganz bestimmt nicht. Weil ich habe jetzt gerade bei Hermann nicht auf den Namen geguckt. Ich habe nur bei Mai auf den Namen geguckt, ja. Und unsere Aufstellung kennen wir ja eigentlich schon. Es ist genau die gleiche wie beim, ja, bei den beiden Bundesliga-Ligaspielen. Nicht Bundesliga, ja doch, Bundesliga ist es trotzdem, bei Bundesliga, zweite Liga. Ja, zweite Bundesliga. Ja, ist genau die gleiche Aufstellung, bis auf das halt Van Loon im Kasten ist. Jetzt, let's go. Wir würden mal sagen, wir wollen gewinnen, wir wollen siegen und Dresden den Anstoß von links nach rechts. Let's go. Warum geht da gar keiner hin? Warum kriege ich auch nicht den, den ich haben will? Sagen wir es mal so. Ja. 1-0. Herr Dresden. Läuft ganz gut. Ja. Warum geht auch... Warum deckt... Warum? Friesner steht doch auch noch da. Ja, du musst du ihn nicht entdecken. Du musst die Mitte mit zumachen. Achmed. So, in der 12. Minute mit dem 1-0. Und jetzt heißt es... erst recht Power geben, weil wir ja weiterkommen wollen. Und Verlängerung und so weiter wollen wir eigentlich nicht haben. Aber keine Ahnung, was hier los ist, Alter. Komm, laufen wir mal mit dem Walter durch. Der steckt ihn durch auf Schulter.
Oh, der wird ja fast gelegt, aber er macht ihn trotzdem. Ja, wenn ich den Schritt nicht zur Seite mache, ist das eine rote Karte für den Gegner. Ja, und Elfmeter auch noch. Ja, rot und Elfmeter, weil hier, hier sehen wir es noch einmal, hier. Hier, wenn er den da trifft, ist rot. Wenn er den da trifft, ist rot. Es sind nicht mal 5 Minuten vergangen und es steht schon wieder 1-1. Okay, doch, es sind 5 Minuten vergangen. Probieren mal da hinten hin. Ja, Colin! Nimm ich mit. Nimm ich mit dieses Slapstick-Eigentor. Slapstick-Eigentor, aber mal so richtig. Er steht schon am Pfosten und dann, anstatt ihn zu klären, beziehungsweise ihn einfach zu lassen, er legt ihn sich ins eigene Tor rein. Uah, was ist denn hier? 28 Minuten, beziehungsweise 9 und 4. Ein Eigentor. Ja, und nee, das sind diese Scheiß. Ja, Holungen. Wenn ich ausstellen kann, wäre viel geil. Wenn wir die ausstellen können. Ah, der kommt nicht gut. Turbulente 30 Minuten in dieser ersten Halbzeit. Die 15 danach waren jetzt nicht mehr allzu beraubend, ja. Bis auf vielleicht eine einzige Szene, die was mich gerade echt aufgeregt hat, wo Ziegler einfach den Ball nicht nimmt. Meine Fresse hat mich das aufgeregt gerade noch. Sonst ist eigentlich nicht viel mehr passiert, wie man auch gesehen hat an den Chancen. Ich dachte, er geht auf außen. Pfosten. Und jetzt ruhig weg. Komm, ruhig mitnehmen, ruhig. Und jetzt nach vorne. Schulte. Ist zwar nicht der schnellste, aber er kann den Pass spielen. Ziegler, Ziegler. Oder warum sage ich immer Ziegler? Ich weiß es selber nicht. Spielen wir hier hin. Da ist Schulte! Was? Was? Wie kann der da so frei stehen? Mitlaufen, Jungs! Ihr müsst decken! Und nicht nur dumm dastehen und blöd gucken, ey! Kann leider nur eine Person spielen und keine 5. Ja. Komm, wir probieren. Ah, funktioniert sogar. Ja, Schulter, der geht am Verteidiger, deckt er sich vorbei. Da ist er doch. Schulte mit dem 3:2. Ja? Wir hätten jetzt fast das Gegentor kassieren können. Aber Falun war da. Und dann, ja, Gegenzug gefühlt. Und direkt das 3:2 für uns. Eiskalt! Ah, Löwe vorbei. 3:3. Was passiert hier bitte? Was passiert hier bitte? Ja. Was passiert hier? Ja. Ja. Rüber chippen. Schulte! Kein Abseits. 4:3. Was für ein Pokalfight. Und shake your booty. Einfach nur behindert. Bin ich. Naja. So muss es sein. Okay, gut. Wir springen wieder mal. Schön die Dinge. Und jetzt kommt Keller. Geht raus. Und Fuchs kommt auf den Platz. Ah, jetzt kann es schnell gehen. Ich wollte nicht auf außen haben. Aber ist ja wurscht. Der Kuschulte setzt sich trotzdem durch.
Und jetzt ist die Entscheidung da. 85. Minute. Und es steht 5:3. Ich wollte ihn eigentlich auf den Fuchs spielen. Ja, oder hier nach außen. Also da irgendwie auf die Seite wollte ich, ja? Auf die hier. Aber er spielt ihn einfach auf Schulte. Und Schulte denkt sich, ja, gegen Mai kann man sich durchsetzen. Let's go. Es läuft. Ah. Uish, Bennett. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter, wo er schon abgeschlossen hat. Ich verstehe es nicht. Hier, er schließt ab und läuft in mich rein. Ja. Was soll ich denn tun, Schiri? Soll ich mich dann in Luft auflösen oder was? Und er verschießt trotzdem, egal. Naja, dann ist ja wurscht, ob ich mich aufgeregt habe oder nicht. Und jetzt ist Abpfiff. Wir gewinnen das Spiel mit 5:3. Es läuft. Wir sind eine Runde weiter. 4 Tore von Schulte. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Muss man echt mal sagen, ja. Muss ich echt so sagen. Es ist mir nicht aufgefallen, dass Schulte 4 Buden gemacht hat. Ist mir nicht aufgefallen. Nicht aufgefallen. Dass er einfach 4 Buden gemacht hat. Ja, Matchwinner. Und... naja, und jetzt ist er durchgedreht sogar mal im DFB-Pokal. Jetzt muss es nur noch in der Liga so klappen. Mit durchdrehen. Und das im nächsten Spiel ist ein richtiges Topspiel auch noch. Und wenn man so sieht, eigentlich hätte ja Dresden gewinnen müssen. Wir haben 2 Transferangebote und einen Stillstand. Und das war hier unten noch von Adam Lang. Und dann schauen wir uns mal hier die Transferangebote an. Einmal für Fuchs und schauen wir mal und dann verhandeln wir mal. 950.000. Ja, ist gut. Und bei König, da müssten sie eigentlich schon ordentlich in die Tasche greifen. Wollen sie aber nicht. 3,5 Millionen wollen sie nicht zahlen. Die klassische Nachricht eines Jugendspielers, wenn er das allererste Mal in der Startelf steht. Du hast mich beeindruckt, ja? Hat er wirklich. Ui, unser Viererpacker haben wir. Wir haben für unseren Viererpacker ein Transferangebot. Aber. Und ein Positionswechsel bei Jan Schwarz. Und ZOM hat sich um eine Stärke verbessert. Und bei diesem Seidel frage ich mich die ganze Zeit, was ist, wie lange ist eine Woche bitte? Weil steht durchgehend da oben. Eine Woche. Was ist denn eine Woche? Ist das ein ganzes Jahr? Oder was ist das? Fuchs ist verkauft. Wir kriegen 650.000 und für Fiete Klein ist das Kleingeld nicht da. So, vor diesem Topspiel. Mal gucken, ob wir da einen von diesen beiden hier bekommen. Ja, Clark hat eine 4,1 Millionen Marktwert und Botsugan hat eine 3,6 Millionen Marktwert. Ja, Botsugan ist auch um 2 Jahre älter. Wir werden aber trotzdem mal als erstes mal bei Clark versuchen. Ob wir da ein bisschen was rausschlagen können. Ja, okay. Bei Clark kannst du es vergessen, weil die wollen mindestens 5,2 Millionen. Das können wir uns nicht leisten. Schade. Dann probieren wir mal Botsugan. Warum eigentlich? Oder wir probieren es bei Götze. Der ist neuer ZOM. 3,2 Millionen. Wir sind 400.000 unter Marktwert von Botsugan. Ja, wir werden das einfach mal akzeptieren. Ja. Und jetzt... ja, mal schauen, was er noch als Gehalt haben will. Und das nehmen sie an. 10.000 für Botsugan, das ist einfach einwandfrei. Neuer Zehner spielt ab jetzt bei uns der Botsugan. Oh, der Ex-Schalker. Und er hat einfach eine 70er Gesamtstärke. Ja, Skills müssen wir noch ein bisschen üben. Aber sonst ist er auch sehr flexibel einsetzbar. Muss man auch wieder mal sagen. So, Botsugan, ab in die Startelf. Und jetzt direkt mal rein ins Spiel gegen Heidenheim. Und der letzte erzielt im letzten Spiel 4 Tore im DFB-Pokal. Ja.
aber über den neuen sagen sie noch nichts. Naja, im ersten Spiel hatte Van Loon 3 Gegentore kassiert. Schau mal, wie viel er heute kassiert gegen den ersten. Das ist ein Top-Spiel in der zweiten Liga gerade. Ja, also für uns selber, weil es Erster ist. Weil sie Erster sind, ja. Es ist nicht einfach. Es wird nicht einfach. Wenn man es so sagen will auch. Ja, hier sehen wir es nochmal. Can Botstogan. Spreche ich ihn richtig aus? Oder Botstogan? 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 Naja. Ich würde sagen, Aufstellungen. Und da sind sie auch schon. Bei denen im Kasten ist ein Müller. Ja? Schöpner, Mohr, Starke, Kühlwetter und ganz vorne drin Kleindienst und Kaiser. Ja, auf diesen Kleindienst müssen wir aufpassen, weil der ist gerade, wenn mich nicht alles täuscht sogar, Top-Torschütze in der zweiten Bundesliga. Ja, weil Schulte hat er bis jetzt noch nicht allzu viel getroffen. Schauen wir mal, ob er es in der Liga genauso gut kann wie jetzt im Pokal. Und jetzt hier sehen wir unsere Aufstellung in unseren wunderschönen schwarz-goldenen Trikots. Ja. Es sieht schon schön aus. Muss man echt mal sagen, ja. Hebt sich auch immer ganz gut ab von den ganzen, ja, Zweitliga-Clubs-Trikots ab. Deswegen passt es. Und jetzt rein in dieses Spiel. Und let's go. Oh, Ziegler. Schade. Auch sogar kriegt ihn wieder. Er behält ihn, er bleibt am Bau, er schließt ab! Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Erste Aktion im neuen Trikot. Ja, ist halt von der ersten Liga wieder in die zweite Liga zurückgewechselt. Aber er ist noch jung, deswegen geht das noch klar. Oh, der war jetzt aber gut gespielt. Und dann warum mit dem Kopf, Junge? Oh, moin, das ist da... Gegentor. Wo greift er hin? Wo greift Van Loon hin? Ja, komm, wir dürfen uns das jetzt wieder angucken. Juhu. Ja, es dreht sich im Kreis. Im Kreis. Weil ich wollte eigentlich mal gucken. War der abgefälscht oder... Warum sieht er so da so schlecht aus? Würde ich gerne mal wissen. Können wir uns vielleicht nochmal am Ende des Spiels angucken, wenn ich nicht vergesse. Und 2-0. Heidenheim im Rausch. Kaiser, der Kapitän, ja. Mhm. Ja, super, brauchen wir. Ja, jetzt reicht's aber mit den komischen Ansichten da, ey. Meine Fresse, jetzt müssen wir aber hier. Ja. Offensive muss jetzt punkten, du. Oh, es läuft eigentlich offensiv bei uns. Nur defensiv gerade irgendwie nicht. Obwohl wir uns da eigentlich verbessert haben. Ja, der war abseits. Es ist Pause. Und wir sind klar die bessere Mannschaft, aber wir liegen halt hinten. Laut erwartete Tore halt. Ja, Schüsse haben wir beide gleich viel. Aber jetzt muss in der zweiten Halbzeit gegen den ersten ein bisschen mehr kommen. Es geht gar nicht. Es geht so klar verdient bis jetzt. Weil wir gar nichts mehr nach vorne hinkriegen. Dass Heidenheim hier immer noch klar und deutlich mit 2-0 führt. Wir kriegen nichts nach vorne. Nichts. Ja, es fehlt auf die letzten paar Millimeter. Und alleine das schon. Ich kriege Collins nicht angewählt. Ja. Ich krieg Collins hier nicht angewählt. Und deswegen passiert das 3-0 durch Kleindienst. Es ist zum Kotzen. Ja. Muss man so sagen. Es ist zum Kotzen. Naja, aber gegen den ersten darfst du halt verlieren. Aber so kläglich halt nicht. Vorbei ist es. Die Qual ist vorbei, wir verlieren 3-0 gegen den ersten Heidenheim. Es geht klar, es geht komplett klar. Heidenheim war klar die bessere Mannschaft, ja. Klar, da gibt es keine Unterschiede, ja.
Wir haben in der ersten Halbzeit richtig gut mithalten können. Aber dann in der zweiten Halbzeit sind wir halt komplett eingebrochen. Der beste Mann bei uns war einfach der Keeper. Ja. Und es heißt schon vieles. Tja. 7 Paraden. Ja, nur 3 Gegentore. Also wir hätten ruhig und gerne mal 10 Gegentore kassieren können. Ja. Er hat halt richtig gut gehalten. Ja. Ja. Kann man mal so sagen, ja. Anders kannst du das nicht sagen. Es war katastrophale Leistung in der Defensive. Es sieht bis jetzt ganz schlecht aus für uns. Ja, wie wir so schauen. Ja, wir sind gerade mal 16. mit 2 Punkten. Und jetzt gehen wir noch in eine Schnellsimulation gegen St. Pauli. Gewinnen wir dort wenigstens mal? Ja, endlich! Aber Walter kriegt rot. Ja, in der 88. Minute macht Klein das 2:1. Und davor Botzogan mit seinem Premiere-Treffer. So schnell kann man vom 16. auf den 9. Platz springen. Ja, so schnell geht das. Und jetzt haben wir halt nicht mehr allzu viel Geld. Wir müssen halt hoffen, dass wir vielleicht noch ein bisschen was verkaufen. Und dann mal schauen, ja. Vielleicht wird es ja noch erstmal was in der Wintertransferphase. Oder wir kriegen halt noch richtig, richtig gute Jugendspieler. Ja, wir müssen halt mal gucken. Und was will König von uns? Ach so, wieder dieses klassische Rede, was ein Kapitän meistens sagt, wenn es nicht so gut läuft. Ja, und deswegen, ja, mal schauen, wie es gegen Nürnberg geht. Weil wir ja auch noch ohne Walter spielen dann. Ja, gibt's aber alles in der nächsten Folge. Und deswegen würde ich sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst auch gerne ein Abo auf diesem Kanal. Ihr könnt auch direkt hier auf der Seite noch die letzten Videos abchecken. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Bis nächstes Mal und ciao.